Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Taxi. Sorry. Ich hab einen Ohrwurm. Sorry, wer jetzt noch einen kriegt. Ich habe gerade den Long Reach geladen. Der läuft wieder. Das sollte ich ja gestern schon, also letzte Folge quasi, sollte ich den schon laden. Der ist einwandfrei angesprungen, der Motor. Aber ich habe da nur im Leere gerührt. Ich weiß nicht genau, was defekt war.
Auf jeden Fall ging nichts, gar nichts. Später mal fragen, was da los war. Gerade fertig mit Zusammenhängen. Jetzt fängt es hier wieder an zu regnen ohne Ende. Gewittert hat es eben. Gedimmelt. Und der Hagel kommt. Alter Schwede, es ist 10 Grad plus, ne? Wieder auf dem Weg hier runter. Das fahre ich auch später nochmal. Wirklich extrem Nahverkehr. Ich habe jetzt die dritte Maschine geladen heute und bin gerade mal 80 Kilometer gefahren. Wie gesagt, das ist mehr. Heute ist mehr Rödeln wie Fahren. Meine ich halt Ketten dran und wieder abmachen und so. Mehr rüsten als fahren. Naja, aber wenigstens habe ich mal wieder was zu tun.
links weggeht, hatte ich ja den Königstiger, den Holzender abgeladen. Aber der ist dann eine Woche drauf, sonntags ist der dann im Wald quasi abgefackelt. Ist eine Ersatzmaschine da, aber ich habe im Moment keinen Plan. Ich gehe mal davon aus, dass die den sollte ich montags dann umsetzen. Ich gehe davon aus, wenn die Ersatzmaschine gekommen ist, dass die das dann selbst gemacht haben gleich. Weil alles andere wäre nicht so talentiert gewesen, sagen wir mal so. Ich denke aber auch nicht, dass der noch hier steht irgendwo. Keine Ahnung. So, hier noch der Hof durch und dann bin ich da, wo ich hin soll. Vorne steht das Monster. Komme ich da durch? Das wird aber. Komm noch weiter. Komm ich nicht weiter. Okay, dann fahre ich. Danke. Ja, was jetzt? Lang. Durch, oder? Dach oben gucken. Danke.
Viertel vor zwei, letzte Runde. Nicht für heute, aber letzte Runde nach Innsweiler an der Tunnel. Ich habe jetzt die Walse geladen, eine Glattbandage. Einfache normale Walze. Und die fahren wir jetzt noch runter an den Tunnel. Eben hat es wieder gehagelt und geregnet und was weiß ich was. Und jetzt hier zwei Minuten später scheint die Sonne. Ja, der April. Alter, der Blinker an nix, ne? Da könnte ich. Könnte ich ausrasten, da könnte das ich so ein. Ruhig bleibe. Ganz ruhig bleibe. Mal da runter, wie gesagt, Viertel vor zwei, in so etwa 20 Minuten werde ich da sein, gucken dann noch einmal rückwärts den Berg hoch, dann auch rückwärts wieder runter und dann gucken, was es dann noch gibt heute, werde ich so gegen drei, werde ich leer sein. Vielleicht ist dann auch Feierabend, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auch wenn ich nicht viel gefahren bin heute, das war mal wieder ein Tag, wo ich sagen kann, ich hab mal was gearbeitet. Ja, wenn es jetzt halt um 3 Uhr fertig sein sollte, dann ist es halt so. Alles gut, Meister. So. Aua. Also das Loch, das wäre so einfach, einfach nur ein paar Schippe voll Asphalt zu nehmen und das einfach nur darin zu machen. Das wäre so einfach und dann wären die Löcher zu. Kostet anscheinend zu viel. Oh, kommt einer angeflogen von rechts. Sorry. Als ich losgefahren bin, warst du noch nicht da. Ach ja, gut. Aus. Komm mal da rückwärts gar rein, jawohl. Danke.
wusste es. Ja, ich habe schon alles drin. Ich kann noch die, wenn ich finde. Es war immer hier drin. Blind. Das kann ich noch machen. Das habe ich mir gedacht, dass das jetzt nicht mehr hinhaut. Jetzt hat es runter gemacht, was geht. Ne? Jetzt weiß ich nicht, soll ich noch mal langsam oder soll ich noch mal ordentlich mit Schwung? Ich versuche es mal langsam, ich lasse mal nur die Pumpe laufen. Stange. Ich glaube, das wird dann auch nichts. Das wird dann auch nichts, denke ich. Weil ich dann an den Vorwärts hochkommen. Was soll ich machen? Ich habe sonst nichts mehr. Versuch, mach klug. Danke. Wenn ich nur über den Punkt komme vorne, weiter geht nicht. Weiter geht nicht, das ist einfach scheiße. Ich muss nur über den Punkt kommen vorne. Sagt, wenn ich Glück habe, kann ich hier vorne drehen gleich. Wenn ich Pech habe, muss ich einmal komplett durchfahren. Wäre schon wieder blöd mit dem Rausfahren. Direkt gegenüber steht ein Auto. Aber wenn da drinnen keiner steht. Okay. Das reicht dann nicht für rumzuziehen am Heck hin. Also fahren wir einmal außen rum. Ist halt so. Meld mich gleich wieder, wenn ich hier bin. Wenn ich wieder hier bin. Hier drehen, ach, keine Ahnung, das ist immer so eine Sache. Dann weiß ich auch nicht, komme ich dann vorwärts hoch oder nicht. Das ist dann halt das Nächste. So, hier müsste eine Ampel kommen. Jawohl.
denselben Weg muss ich wieder zurück, wobei ich noch nicht immer weiß, ob ich da unten durch die. Komm! Rublicht! Komm! Ich die Rublicht gegeben. Jo. Was kommt denn jetzt? Wieder ein Schwung. Könnte in die Hose gehen. Ach, das geht definitiv in die Hose. Ne, es reicht, okay. Komm. Zu viel Achslast gegeben. Fühlt sich sau schwer an. Fühlt sich sau schwer an jetzt. Vielleicht kann ich hier vorne drehen irgendwo. Wäre natürlich auch wünschenswert, wenn ich. Aber gut, jetzt bin ich bis hierher gefahren. Das Auto noch hinten dran, ja. Kann ich auch noch weiterfahren. Ich hoffe nur, dass ich hier durchkomme. Oh ne, hier ist weggefräst, okay, da kann ich dann auch nicht drehen. Jetzt nur so, bis der Anschluss an die Bundesstraße gemacht ist. Und hängt dann ab und dann. Kann ich auch abladen quasi. Das ist ja dann wirklich nicht mehr tragisch. Halt nur der Regen, der macht mir. Zu denken, der gibt mir zu denken. Gleich wieder. Vielleicht schaffe ich es ja gleich, wenn ich da vorne drehen kann. Aber nee, das ist auch nicht schlimm. Durch den Regen denke ich, dass ich jetzt gar nicht hochkomme. Aber wie gesagt, wenn ich vorwärts noch so weit reinkomme, dass ich von der Straße bin, würde ich das schon nehmen.
Alter, du schalt doch runter, meine Fresse, ey. Sperre, alles, schauen wir mal. Denke weiter, wie hier werde ich so auch nicht kommen. Er schrubbt schon. Diese eine Kuhle hier. Diese eine Kuhle hier auf der linken Seite. Diese eine Kuhle hier auf der linken Seite. Brauche ich ja dann auch nicht abhängen, ne? Da komme ich ja. Dann nehme ich sie einfach wieder mit heim. Dann ist es halt so. Er kämpft. Na komm. Komm, nur noch ein Stück. Alter, so eine scheiß Pampe hier. Werde ich die Straße wieder besauen bis in den nächsten Ort rein. Hoffentlich fährt die Walze hoch. So, wo haben wir den Stängel? Den Stängel also. Oh weh. Schuft. Hallo am Donnerstagmorgen. Das ist es also. Ist gestern gekommen. Hab versucht gestern Abend heute, beziehungsweise halt. Moment. So. Hab Probeaufnahmen gemacht. Ja, das hat sich alles. Vor allen Dingen erstmal in Stereo wieder aufgenommen. Das haben die Mikros ja nicht gemacht, warum auch immer. Weil ich weiß, es könnte eventuell dieses AUX-Kabel, das 3,5 linke Kabel, könnte ich vertauscht haben. Könnte daran gelegen haben, weiß ich nicht. Aber ich meine, ich hätte es auch mehrere Male gedreht quasi. Hat sich alles, wie gesagt, sehr gut angehört, laut, deutlich, Stereo, müsste also nicht mehr nachbearbeitet werden, die ganze Zeit. Das ist halt die Frage, wenn ich einen Gang reinmache, ja, ich denke schon, halt die Frage, wie sich's anhört, wenn Motorgeräusche im Hintergrund laufen. Wir testen heute. Ach, komm gern. Wird sich weisen. Wenn das auch nichts bringt und dann lasse ich es dann. Was ich dann vielleicht noch mache, ist ein Media-Mod, weiteren Media-Mod kaufen.
Vielleicht. Schauen wir mal. So, so viel mal dazu. Heute Morgen fahre ich wieder nach Imsbach und hol den Long Reach wieder raus da. Und der geht dann weiter nach Nüchtig, dahin, wo ich gestern den ganzen Tag war, fast den ganzen Tag. An den Tunnel. Da vorne kommt einer und der blinkt mal zur Abwechslung. Gibt's ja gar nicht. Dann fahre ich den wieder hoch an den Tunnel. Heute Morgen ist es trocken. Ich sollte eigentlich wieder rückwärts den Berg hochkommen. Eigentlich. Sehen wir dann. Mal, wie sich's anhört, wie sich's anfühlt. Habe ich gerade gesagt, anfühlt. Moin.
warten könntest. Der Kollege muss noch den Greifer da vorne wegnehmen. Dann laden wir hier den Bagger. Muss ich noch mal ein bisschen gerade richten. Oder ein bisschen hinrichten. Erstmal hier rauskommen. Ich werde einfach ganz gerade rückwärts über die Straße fahren, quer. Danke dir. Ciao. So, wie gesagt, ich muss jetzt noch mal stehen bleiben kurz. Ich muss mich noch ein bisschen richten.
das Wasser da vorne. Ich versuch's noch einmal. Halligalli. Ich fahre gleich wieder rückwärts raus. Eventuell fahre ich später noch einen Bagger hier runter. Ist noch ein in Anführungszeichen normaler Bagger her. Thank you.
26 aus der Werkstatt geholt. Den bringe ich jetzt auch gleich runter. Er war noch in wurde eine Pumpe getauscht und hat noch nicht richtig funktioniert. Ich habe auch ein bisschen Öl hängen hier. Kommt vor. Und hier fahre ich jetzt auch runter, den 926 mit einem Löffel. Und der geht jetzt auch runter nach Imsweiler an den Tunnelbaustelle. So, ja. Zugemacht, doch, oder? Zugemacht meine ich die Hähne, weil mein Tiefe irgendwie wieder ein bisschen tief steht. Aber na, passt schon. Passt schon. Also gut, dann fahren wir halt wieder darunter. Ich fahre ja nichts mehr anderes zur Zeit. Gar nicht verstehe, das macht er jetzt schon länger. Habe ich Bluetooth ausgeschaltet? Ja, das wird es doch dann aber anzeigen, oder? Bluetooth an. Ja, genau. Es regnet. Gibt's doch nicht. Warum jetzt auf einmal? Die ganze Zeit ging alles. Finde ich echt seltsam. Was noch ist, er hat immer die Telefonliste quasi, die Anrufe, die ich getätigt habe, ja, auf dem Handy waren sie dann quasi oben. Moment, mein Handy ist fast leer. Und hier drin muss ich immer scrollen. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist, warum sich die Verbindungen gelöscht haben. Meister Geier. So, aber jetzt hier ist schon am Dröhlen. Ich hänge jetzt noch zusammen. Dann mal anrufen. Soll ich erst anrufen? Ich hänge mal zusammen.
mitnehmen werde ich ja eh nichts von hier. Gehe ich mal aus davon. So, die fünfte Maschine da. Wie gesagt, ich könnte noch einen Radlader bringen. Dann hätte man, glaube ich, alles hier. Bagger, sogar zwei Bagger. Raupe, Walzen, Radlader, Bobcat. Was kann ich noch bringen? Teleskoplader. Könnte ich alles noch bringen? Naja, egal. Ich melde mich gleich, sobald ich was weiß. Also. Mal kurz was gucken. Ich muss gerade mal kurz was gucken. Ja, aber das. Das haut dann nicht hin, ne? Also ich soll den Radbagger in Gangluft dahin wiederholen. Also laut meiner Dispo ist der Weg, die Straße da hoch frei. Becherbach, also bei Becherbach fahre, das macht mit meiner Chase macht das überhaupt gar keinen Sinn. Nee, ich bin gerade am gucken, wie ich jetzt am allertalentfreisten dahin fahre. Sorry. So, und irgendwo da oben drin im Feldweg sollte der stehen. Ich kann mir denken, dass er da drin steht. Mal da hoch. Ich werde einfach so fahren, wie ich das letzte Mal gefahren bin. Ja, da sollte ja angeblich ab 17. soll ja die Straße gesperrt gewesen sein. Oder gesperrt sein. Ja, jetzt ist hier, habe ich gerade gesagt bekommen, da ist frei, da kannst du durchfahren. Und da der Bagger eh in einem Feldweg auf dieser gesperrten Straße steht, muss ich da eh irgendwie durch.
Hoppla. Schauen wir mal. Ich rolle mal los. Ah, hab hier mega keinen dran, aber egal. Gemacht werden muss es. Eventuell nicht fahren kann. Seite von dem Berg.
auch das, dass wir hier demnächst wieder anfangen mit Brechen und so. Keine Ahnung. Wieder der halbe Weg rückwärts fahren. Drehen. Das haut hin.
Richtung Heimat fahre. Oder ob ich den Weg hier wieder zurückfahre. Freitag. Sorry. Willkommen am Freitagmorgen. Heute Morgen lade ich hier im Hof 39 und fahre den raus nach Mannheim. Ja, das ist alles, was ich bisher weiß. Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe schon alles vorgerichtet hier. Ach ja. Schauen wir mal. War die ganze Woche war es ja relativ ruhig. Heute ist wieder Freitag. Ich gehe mal davon aus. Heute fahre ich all das, was ich die Woche nicht fahren konnte, durfte, keine Ahnung. Lad mal die Backe.
ja nichts dagegen, ja, wenn der seine Arbeit macht. Alles gar kein Thema. Der hat Zeit. Es ist echt nett, wenn er mal so ein bisschen weglenken. Ne? Ich stehe am Bordstein. Der weg, Scheißdreck. Danke. Ah, voll an den Bordstein gerannt. Ich habe mal bestimmte Reifen kaputt gefallen. So, ich weiß auch nicht, Backe. Hierher oder vorne hin oder Blasenschimmer. In Edenbach zu Steinbruch räumen. Welcher Vorderband? Das Vorderband wird wieder bescheiden sein. Es wird wieder richtig bescheiden sein.
wieder drauf zu zimmern. Ich muss auch noch mal kurz stehen bleiben. Ich muss noch mal was loswerden. Fast zwei Stunden den Weg gekehrt. Habe ich euch gezeigt, wo ich jetzt stehe, nur halt andersrum. Habe ich geparkt, habe abgehängt, den Bagger runtergefahren und der ganze Weg dahin hinaus habe ich jetzt gekehrt, alleine. Viertel vor zwei. Flakon können wir ausmachen. Ich hoffe, das wird gleich grün hier.
Ampelwetter ist halt auch mal grün. Ein Traum, aber
sein, ist kein Muss. Wenn ihr kein Leib habt, kein Leib. Genau, wenn ihr kein Like oder ein Abo da lasst, dann müsst ihr irgendwas kommentieren. Hey, alles gut. Ja, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis dann.